Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Ja, letzte Mal hier ausgelockt. Oh, geil. Direkt mal ein blutstillender Verband. Werden wir heute schauen, wie es jetzt weitergeht. Ja, F. Pistole könnten wir vielleicht erstmal anziehen. Haben wir überhaupt eine Pistole? Ich glaube nicht, ne? Nee. Aber wir können mal eben reparieren. So. Für den Fall, dass wir noch eine Pistole finden. Ach ja, die eine hat man ja weggeschmissen, genau. Dann gucken wir mal heute, dass wir Richtung Base zurückkommen. So, wo sind wir denn jetzt? Ach hier, okay, alles klar. So. Na toll, in der Nähe von der Base liegt ein Airdrop. It is, ja. Aber bis wir da sind, ist der hundertprozentig weg. Und der andere liegt in A1. Fräulein, Klappe. Kleiner Hund, der hier randaliert. Ist auch nicht so schön. So, jeden Fall mal kurz hier. Wieder ein bisschen was an Ausdauer, genau. So, dann östlich, nordöstlich, da ungefähr in die Richtung würde ich mal behaupten. Achso, genau. Wupsa. Okay. Wir haben jetzt 31 Leute auf dem Server. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also erstmal allen herzlich willkommen und so, ne? Ich freue mich echt, dass ihr alle da seid. Wahnsinn im Moment. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Also es freut mich auf jeden Fall echt, dass so viele jetzt da sind, dass der Server doch so gut angenommen wird. So, Moment, hier liegt eine, ah Quatsch, eine K98, die nehme ich auf jeden Fall jetzt mal mit. Hatten wir nicht ein Waffenreparaturset? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, auf jeden Fall zu Hause haben wir eins, hier wahrscheinlich nicht, ne? Okay, sieht nicht so aus, dann hauen wir das Ding in die Hand und laufen jetzt dann halt doch die ganze Zeit mit Knüppel in der Hand, ist mir egal. Aber wir haben eine K98. Auch wenn sie nicht besonders gut ist. Ja, 28%, aber die kriegt man wieder hochrepariert. Also von daher läuft das eigentlich ganz gut. Nordöstlich so. Und wieder mal Ausdauer. Aber auch sonst irgendwie nichts mehr, was wir hier. Na gut, wir haben natürlich jetzt kein Feuer gemacht beim letzten Mal, weil wir
weitergelaufen. Oder besser gesagt, weil wir da leider die Folge beendet haben. Dann bauen wir jetzt hier mal ein bisschen was um. Nee, klappt auch nicht, ne? Dieses Zeug hier. Aber das könnte vielleicht in die Hose passen. So, so. Dann passt das auch daneben. Dann passt auch das Teil hier wieder da rein. Funktioniert alles, wenn man Tetris spielt und alles zusammenpackt. So. Ja. Nordöstlich. Ja, wir müssten ja schon fast in der Nähe von der Base sein. Das kommt schon mal sehr gut. Dann müssen wir nur noch schauen, dass wir ja dann anfangen, mal ein bisschen vielleicht auszubauen oder so. Ab nächster Woche gibt es dann auch wahrscheinlich, also die ganze Woche auf jeden Fall erstmal einen Stream von 1 bis, also von 13 bis 17 Uhr. Mit Scum auf jeden Fall. Diese Woche bin ich die ganze Woche von 13 bis 17 Uhr online, also live. Aber wie gesagt, nur montags bis freitags. Samstags geht es ja nicht wegen der Rettungssonderstaffel, aber diese Woche spiele ich halt noch 7 Days to Die. Und ab nächster Woche geht es dann erstmal eine Woche auf Scum. Und da werde ich dann auch mal live sein. 4 Stunden pro Tag. Also wer Interesse hat oder wer Lust hat, kommt gerne auf Twitch vorbei. Ui. So, da muss ich auf jeden Fall jetzt gucken, wo sind wir denn jetzt hier? Was denn der Safe Zone? Okay. Und dann muss ich jetzt nur noch gucken, dass ich den Weg nach Hause finde. Auto haben wir diesmal keins gefunden, sehr schade. Ich hoffe übrigens auch, dass unsere, obwohl doch die Autos müssten noch da sein, die sind noch keine 14 Tage außer Betrieb. So. Außer das vom Flo natürlich leider, dass es despawnt. Aber ich konnte sein Auto nicht retten, weil er es auf privat gestellt hat und ich es nicht bewegen konnte. Aber dann ist es so, muss er sich halt ein neues suchen. So. Also in der Safe Zone sind wir schon mal. Wir müssen nur noch gucken. Oh, Hund. Mein Gesicht. Mein Gesicht. Ja, ich weiß. Ist rasiert, ne? Schlimm. So. Moment, hier vorne ist doch direkt der See, sehe ich gerade. Laut Karte müsste der ja irgendwo hier so da in der Richtung sein. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt gleich schon fast zu Hause, was eigentlich ja doch gar nicht so verkehrt ist. Es war nur ein Pferd. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Geräusch? So im ersten Moment. Aber wir haben gerade wieder irgendwie gar keine Zombies gehabt. Aber ich meine, ich will mich nicht beschweren, ne? Das letzte Mal tot war nicht so lustig. Da hatte ich dann urplötzlich ganz viele Zombies. Das heißt ganz viele, es waren 3, aber trotzdem, es war tödlich. Oh, schön. 1, 2, 3. Also die Safe Zone füllt sich hier auf jeden Fall mit Leben. Base Nummer 1, Base Nummer 2 dahinter. Da ist Base Nummer 3, Base Nummer 4. Da hinten ist unsere Base. Läuft, würde ich sagen. Ich
möchte auf jeden Fall mal kurz gucken. Also ich will jetzt hier nicht, ne, irgendwie... Mal gucken, wie geil gebaut, also gut ab. Kann man natürlich auch so, ja. Doch mal ein bisschen hier, ja, nicht spionieren, aber einfach mal schauen, wie die anderen gebaut haben. Hier sehe ich gar nichts, ist so... Wow. Okay, das ist anscheinend hier schon alles mit Metall verstärkt. Das ist echt der Wahnsinn. Und ich habe gedacht, ich würde schon groß bauen. Das Ding hier ist ja echt riesig. Gut, also soll noch mal jemand behaupten im Stream, ich würde groß bauen, ne? Also... Das Ding ist der Hammer. Das Ding ist echt der Hammer. Also an denjenigen oder das Squad, die gebaut haben, gut ab. Oh, es gibt mittlerweile sogar schon 3 Squads, also noch 2 andere mit uns. Wobei wir ja eigentlich gar kein Squad sind. Es ist mein Sohn und ich. Und da wir halt zusammenspielen, was? Ah, MK ist das. MKL 1303. Und Mario. Oder MKL 1303 heißt Mario. Das kann natürlich auch sein, aber ich glaube, Moment, eher nicht. Ne? Moment, MK 13... Oder doch? Die Clara hat mich sogar überholt, okay. Das ist, ja, da muss ich mich jetzt mal langsam anstrengen, so nächste Woche, wenn ich dann so streamen gehe. Weil ich glaube, heute werde ich das definitiv nicht schaffen. Wer hat mich, 100? Nein, nicht. Ich wollte gerade sagen, nicht. Ja. Was mich definitiv wundert, ist, dass hier noch keiner sich das Teil geclaimt hat. Das Gebäude, also das hatten wir ja früher mal auf dem anderen Server, wo wir waren, auf ASNW, glaube ich. Hatten wir uns das geclaimt am Anfang. Und haben hier eigentlich eine Base drumherum gebaut. Das war eigentlich auch... Na gut, wenn man natürlich selber bauen will. Das hier vielleicht manchmal sogar störend. Deshalb habe ich das nämlich diesmal auch nicht eingenommen, sondern... Selbst gebaut. Okay, das Ding hier sieht auch nicht schlecht aus. Tipp an denjenigen, der das hier gebaut hat. Bau dir bitte, oder tu dir selber einen Gefallen und bau dir am besten bitte die Flagge ein. Sonst hast du nämlich bald das Problem... dass es vielleicht jemand anders übernimmt. Und wenn dann nämlich jeder reinkommt, du hast zwar Schlösser hier drin, aber sobald die Flagge übernommen ist, kann derjenige, der das Ding übernommen hat, in deine Base rein, trotz Schlösser. Also am besten bitte Flagge einbauen, nicht, dass nachher deine Base, dein Auto und alles weg ist. Ich glaube, heute Abend muss ich mal irgendwie als Admin, also dazu gesagt, wir haben heute, was haben wir denn heute? Donnerstag, das Video kommt erst morgen raus. Ich werde heute Abend mal als Admin vielleicht online gehen, wenn ich das noch schaffe. Und mal gucken, ob derjenige da ist. Und dann werde ich ihm vielleicht mal raten, das Ding einzubauen. Aber ich denke mal, ich... Vermutlich weiß er es selber, ich hoffe es einfach mal. So.
Falls nicht, hoffe ich, dass er das Video guckt oder ich ihm heute Abend irgendwie Bescheid geben kann, dass er es vielleicht am besten einbaut. So, ich weiß aber, dass ich irgendwo eigentlich und so, ne? Hier haben wir eine M1. Dup, 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 dup. Da unten ist doch auch schon eine K. Ne, das ist auch eine M1. Da ist die K. So, aber was ich eigentlich jetzt gerade gucken wollte, ich weiß, dass ich ein Waffenreparaturset hatte eigentlich. Wahrscheinlich in irgendeinem meiner Rucksäcke schon eingepackt. Weil ich ja eigentlich... Wow. Ich pack's erstmal wieder hier rüber. Weil wenn das da so in der Wand hängt, kann man das auch von draußen nehmen. Das ist dann vielleicht auch nicht so gut. So. Wo liegt der jetzt? Da. Sehr gut. Dann kann man sich den nämlich auch nehmen. Da habe ich kein Reparaturset. Hier. Auch nicht. Okay. Wo habe ich denn das hingeschmissen? Da auch nicht. Na, hier ist echt ganz zu sehen. Das ist jetzt... Gut, ich schaue jetzt nochmal. Inventar öffnen. Hier ist auch keins drin. Hier ist irgendwie Knack und Bauzeug drin oder so. So. Hier ist noch ein Suppressor drin. Zweimal Hose. So, hier drin. Auch nicht. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen konfus. Ich dachte eigentlich, wir hätten irgendwo ein Waffenreparaturset. Vielleicht in der Base. Ich muss gerade mal gucken. Ne, Weihnachtsgeschenke sind hier keine gekommen. So. Dann gehe ich doch jetzt mal hier drin gucken, ne? So, zumachen. Da ist definitiv keins drin. Hier sind nur Nägel drin und jede Menge Baumkronen oder sowas. Auch nicht. Da ist auch nur Bau. Wir haben ja hier noch ein paar tausend Rucksäcke. So. Hier ist auch nichts drin, wenn ich das richtig sehe. Inventar öffnen. Hier ist der Schraubendreher. Hier ist keine Ahnung was. Das ist doch da. Inventar öffnen. Da ist auch keins drin. Da ist noch ein bisschen Geld drin, sehe ich gerade. Und meine Karte. Das sehe ich schön. So. Der ist leer. Ich bin gerade am Überlegen, ob Flo hier schon war. Das ist Benzinkanister. Der ist auch leer. Gut, ich glaube, das mit dem ich wollte gerade sagen, ey. Super, in das letzte Teil hineingeguckt, finden wir dann auch, ne, nicht demontieren, oder doch? Könnte das Ding auch, ich glaube, ich demontiere die lieber, so. Dann demontieren wir sie doch lieber. Und haben dann nur zumindest jetzt mal 28 Teile zur Reparatur unseres Mopeds, unseres unserer K98, so, für den Fall, dass die mal irgendwann ein bisschen kaputter ist. Kurz gucken, hatten wir nicht, doch, wir hatten irgendwo einen leeren, ne? Der hier war, glaube ich, leer. Ne, der hat einen Benzinkanister drin. Der hier ist, Quatsch, das war der, der nicht leer war.
Der ist leer, wunderbar. Dann würde ich sagen, das darüber, das kommt eh hier hin, der Rest bleibt erstmal drin. Nee, warte, das nehme ich mit. Verrottete, das hier esse ich jetzt mal. Das packen wir mal hier rüber. Das hier ist auch verrottet, das kann auch erstmal hier bleiben. Das hier rein. Die Jacke packen wir mal hier rein, das packen wir mal da rein, so. Die komischen, ich glaube, es sind Popcorn, ne? Ja, Reis, Popcorn, Reis oder sowas, keine Ahnung. Dip. Das Ding behalten wir. Na, warte, hier ist noch ein Schloss, dann machen wir das so. Ja, und das hier ist eh egal, das bleibt ja hier so. Den hier ziehen wir mal auf. Ausrüsten. Oh, danke schön. Ja. Das Teil da hoch. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, gehen wir auf jeden Fall nochmal. Ein bisschen in die City. Ich fahre nur kurz das Auto ein Stück vor und ein Stück zurück, damit er nicht despawnt. So. Dafür haben wir ja genug Platz jetzt in der Garage. Im Prinzip könnten wir vielleicht sogar noch ein zweites Auto davor stellen, nicht, aber vielleicht sogar daneben. Aber obwohl, nee, das passt dann auch nicht, dann kommen wir wieder nicht raus. Okay, hier haben wir noch einen Armbrust drin. Achso, hier ist meine andere Ausrüstung, genau das, was ich letztens anhatte. Zwei Schlösser, das, ja, wunderbar. Das hier wollten wir, glaube ich, wollte ich beim Händler verkaufen. So, ich würde sagen, machen wir uns mal so ein bisschen auf den Weg, wa? In die City. Aber erstmal muss ich das Auto hier noch gucken. Nicht, dass der Volkswagen uns nachher auch noch despawnt. Ich meine, hier ist zwar nicht mehr viel drin, obwohl doch, das sind glaube ich auch Florians. Das sind glaube ich Florians Rucksäcke. Ja. Den packen wir da mal hier rein. So, dann gucken wir jetzt auf jeden Fall mal weiter. Muss gerade mal was gucken, fällt mir zumindest gerade so ein. Doch, ja. So, Spiel fortsetzen. Ich war jetzt gerade ein wenig irritiert, weil so mein Audiomixer hat mein Mikro nicht angezeigt. Das Problem hatte ich schon mal des Öfteren und dann ja, war mein Mikro irgendwie nicht erkannt und ich musste, es könnte übrigens letztens auch passiert sein, als die zwei Videos live gegangen sind, die keinen Ton hatten, dass da vielleicht das Mikro nicht erkannt worden ist, ohne dass mir das aufgefallen ist. Weil das ist mir nämlich jetzt die Tage mal aufgefallen. Ich habe nämlich dann wirklich beim ersten Video oder beim Starten des Videos geguckt, ob der Audio-Mixer sich bewegt, weil mir das ja so noch so in Erinnerung war, dass zwei Videos ohne Ton waren. Und da ist mir das aufgefallen, dass der irgendwie manchmal das Mikro nicht erkannt hat. Normalerweise gucke ich eigentlich jetzt auch vor jeder Aufnahme und vor jedem Stream danach, aber heute habe ich es jetzt wieder vergessen. Und dadurch, dass das Mikro mir jetzt gerade mal kurz nicht im Audiomixer angezeigt worden ist, oder der Ausschlag nicht angezeigt worden ist, hatte ich jetzt echt schon
Die Befürchtung, dass jetzt wieder alles ohne Ton ist. Aber hat ja funktioniert, ist doch mit Ton in A0. Übrigens ja, der Airdrop ist jetzt eigentlich... Weil da oben ist da noch einer in C3. Fällt mir jetzt gerade auf. Scheiße. Ja, aber den kriegen wir nicht mehr. Der dürfte eigentlich jetzt auch gleich weg sein. Glaube ich. Vermute ich. So, da ist auf jeden Fall. Da sind auf jeden Fall mehrere Zombies. Nein, nicht. Baseballschläger. Ach, nicht Baseballschläger, Dings. Ich möchte gern diesen. Ja. Nummer uno geschossen. Mal gucken, wie viel wir jetzt brauchen. Okay, 2. Das ist doch mal relativ gut. Oh, es wackelt immer noch ganz schön. Dadurch, dass ich natürlich keinen Waffenskill oder keinen Gewehrskill und nichts habe, wackelt das natürlich immer noch so ein bisschen was. Der Vorteil daran ist aber, dass wir den eher mit der Armbrust... Also für Leute, die es immer noch nicht wissen, wenn ihr Armbrust habt und ohne Aufsatz schießt, skillt ihr ganz normal Gewehr, habt ihr einen Aufsatz drauf, also so ein Scope, Markok oder sonstiges, skillt ihr Scharfschütze. Ich meine, es gibt ja immer wieder Leute, die neu anfangen und es daher nicht wissen, von daher... Kann es vielleicht auch nicht schaden, den Tipp ab und an mal wieder zu geben. So, wenn ihr mal irgendwann einen Pfeil habt oder einen Bolzen, der abhanden gekommen ist, entweder die Leiche ausziehen, nachgucken oder auch zerhacken hilft manchmal auch. Manchmal auch, weil, keine Ahnung, dann haben die das in den Knochen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, warum hat der das jetzt in der Hand? Ich habe da noch Platz im Rucksack. So, ja, super, ich habe natürlich jetzt... Da war doch gerade ein Messer, glaube ich, drin. Ich bin gerade echt wieder ein wenig verpeilt. Ich habe ja nichts zum Hacken und so dabei. Ich habe... Ich würde sagen, jetzt habe ich gar keine Nahkampfwaffen mit, aber doch habe ich. Ich habe ja den Nagelknüppel. Den mit die Nagels. Herstellen Knochennadeln. Nochmal, oh, Building, nee, Handwerk. Nochmal ein Knochennadel herstellen. Ein Knochennadel. Mhm. Eine Knochennadel. So, dann gucken wir jetzt mal in der Garage, was sonst noch hier drin ist. Ich bräuchte schon eigentlich ein bisschen Schrott, wenn ich demnächst auch meine Base auf Schrott updaten möchte. Aber, wow. Wenn man zu Fuß ist, ist halt auf Schrott updaten nicht so toll, ne? Das heißt nicht so toll, klar, geht auch, aber ich muss dann erstmal gucken, dass ich das Zeug kriege. Und zu Fuß ist es nicht so toll. Okay, anscheinend ist hier oben jemand. Ah ja, da ist jemand. Nun komm, put. Komm zu mir, Schnuckelchen. Komm doch. Oh, hallo da. Aber doch nicht so wild. Aua, da haut die mir direkt mal. Kommt runter und haut mir direkt mal auf die Fresse. Das ist... Aua. So. Das war jetzt nicht nett von der Dame. So, nee, was wollte ich denn jetzt? Ach so, der Stoffwechsel. Gesundheit. Ist nur eine C1-Verletzung. Okay. Aber um das Metall und den Schrott und was weiß ich nicht was, kümmere ich mich nächste Woche im Stream. Ich habe dann auch mehr als genug Zeit dafür.
So. Da. Gehen wir nochmal hochgucken. So. Ein Blatt, ja, hervorragend. Top. So. Ja, was ich halt auch so momentan so ein bisschen schade finde, ich meine, gut, das hat man natürlich gemacht, weil weiß ich nicht, warum man es gemacht hat, aber ja, gut, vielleicht altersbeschränkungsmäßig oder so, aber man kann ja mittlerweile die Zombies nicht mehr futtern. Früher konnte man ja, wenn man die Zombies zerlegt hat, auch die futtern. Einerseits ja gut. Einerseits denke ich mal, ne? Wenn man Zombies futtern würde, würde man sich wahrscheinlich extremst selber schnell anstecken. Das wird vermutlich einer der Gründe gewesen sein. Oh, ich habe immer noch so viel Essen und Futter drin und bin immer noch am Futtern, das ist. Aber ich denke mal, dass das was mit den Deutschen zu tun hat, also hier mit unserem Beigabesystem, dass das Spiel sonst vielleicht wieder verboten worden wäre oder sonstiges, nur weil man halt Zombies essen kann oder so. Es ist halt ein Blödsinn, muss man ganz ehrlich sagen. Jo. Da ist die nächste Dame. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele Damen immer kriege, die hier spawnen bei mir. Aua, hallo. Voll geil. Ich klopfe dann ein paar Mal die Bretter statt den Zombie. Und die fällt jetzt noch nie mal um, oder was? So, jetzt aber. Uiuiui. Aber ansonsten gibt es hier auch nichts Vernünftiges. Ah. Na, jetzt auch gerade ein bisschen verbeult. Ich kann noch hier die Federn mitnehmen. Halt falsch rum. Das da drauf, das da drauf, das dann da drauf. Weil dann kann ich mir demnächst noch ein paar Bolzen mehr herstellen. Wir haben ja nur noch sechs. Und wenn wir schon die Bolzen, ach Quatsch, die Bolzen, die Federn zur Verfügung haben, warum sollten wir das nicht machen? Warte mal, hier hinten gab es doch auch, genau, da gibt es noch den Hühnerstall, da gibt es übrigens noch einen Zombie. Jo, gucken, kommt die? Ja, die kommt sogar. Los, lad das Scheißding mal schneller hier. Ja, von und zu. Oh, okay. Die hat sich das dann aber anders überlegt, indem sie über den Zaun hüpft und sich das Leben nimmt. Keine Ahnung. So. Ah, ich habe heute irgendwie, weiß ich nicht, was im Hals stecken. 73, 9, ach, 79, 79. Das Ding hauen wir nochmal da drauf. Dann haben wir jetzt den. Das sind dann wieder zwei. 61, 71, 80. So. Dann wieder fünf. Können wir jetzt zumindest schon mal 15. Komm, ich glaube, ich nehme das Detail jetzt auch mal mit hier. Aber ich sehe gerade, wir sind eigentlich ja schon wieder über die Zeit. Das heißt, ich werde jetzt nicht hier irgendwo noch stundenlang in der City looten. Ich habe gerade eben gar nicht auf die Zeit geachtet, wenn ich ehrlich bin. Aber wir sind ja definitiv schon über die Zeit. Deshalb nutze ich die paar Minuten jetzt noch, um zurück zur Base zu laufen. Und dann schauen wir dann auf jeden Fall ab nächster Woche. Wie gesagt, von 13 bis 17 Uhr kommen die Streams. Montag bis Freitag, es sei denn, mir kommt was dazwischen, was ich nicht hoffe. Aber so im Großteil bin ich eigentlich jeden Tag live. Oh, ey.
Und ich muss mir gleich erstmal was zu trinken holen. Mal hinlegen. In C3. Hier kommt gleich irgendwo ein Airdrop runter. Da hinten. Ja gut, aber leider auch ein bisschen weit weg. Vor allen Dingen für jetzt und für zu Fuß. Von daher wird das nichts mit dem Airdrop. Obwohl, ich könnte mich ja eigentlich hinspringen oder so, ne? Nee, Quatsch. Also letztens, das war schon ziemlich heftig, als ich da, sei es heftig, aber es war schon echt ein kleiner Adrenalinkick, da durch einen piependen Airdrop zu laufen und da wirklich noch Sachen rauszuholen. Also ich habe gedacht, das funktioniert definitiv nicht. Und ich habe mich da schon tot neben dem Airdrop gesehen und irgendwie neu spawnt. Aber es wäre lustig gewesen. So. Oh nee, das ist alles nur Bau. Das habe ich echt schon so gesehen, aber dass ich das dann echt noch schaffe, da irgendwas rauszuholen und dann auch noch lebend wegzukommen, das hat mich echt gewundert, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das Ding kommt jetzt erstmal hier rein, das kommt dann... Manchmal hört sich das an, wenn da draußen Blätter knacksen oder sonstiges, als wenn da jemand anfängt zu pinkeln oder jemand durch die Büsche läuft. Nein, ich wollte doch nicht ins Auto. Schließen bitte, danke. Ich wollte eigentlich gucken, was wir im Auto haben und was wir vielleicht noch alles so umräumen müssen für die nächsten Male. Ja, auf jeden Fall, hier geht noch ein bisschen was raus. Die Lebensmittel gehen raus, Nachtsichtbrille, die zweite, glaube ich, geht raus. Das bleibt auf jeden Fall drin zur Verteidigung. Das bleibt drin, das hier geht raus. Das bleibt drin, um das Auto zu reparieren, falls die jetzt schon Schaden nehmen, ich weiß es nicht. Die hier nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich auch das Zeug hier wieder anziehen. Aber auf jeden Fall einen großen Rucksack mitnehmen. Weil ich möchte ja dann doch schon ein bisschen mehr Schrott looten, bevor ich wieder zum Auto zurücklaufe. So, dann auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Dabeisein, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich sag ciao, der Falli.